Klimaschutz ist eines der zentralen Themen auf der Hannover Messe. Green Technology oder auch Energiesparen, Ressourcensparen, das sind nur einige der Schlagworte, die hier so fallen. Ich war für Sie in den Messehallen unterwegs und habe ein Auge auf Klimaschutztechnologien geworfen. Beim Kampf um alternative Energiekonzepte und ressourcensparende Produkte geht es heiß her. Oftmals sogar zu heiß. Der Grund? Viele neue elektronische Bauteile sollen bei gleicher Leistung immer kleiner werden. Die Folge? Überhitzung. Insbesondere die Automobilindustrie bekommt dies aktuell zu spüren und setzt deshalb auf sogenannte Vergussmassen. Die Produkte, die wir herstellen, das sind Polyurethane, zwei Komponentenmaterialien, Vergussmassen. Also es werden zwei Materialien miteinander vermischt, in das Bauteil eingegeben. Und dort härten sie aus und es bildet sich dann ein fester Kunststoff, ein Duromer aus. Dadurch gewinnt man eine Anbindung der elektrischen oder elektronischen Komponenten an eine Außenhaut, an einen Heatsink beispielsweise. Und so kann ein Wärmetransfer stattfinden. Und während die einen der Wärme den Kampf ansagen, können die anderen gar nicht genug davon kriegen. Sie bündeln deshalb Sonnenstrahlen und gewinnen daraus Energie. Also was Sie hier sehen, ist eine Parabolrinnenanlage. Technisch gesehen ist es so, dass die Lichtstrahlen, die parallel einfallen zum Kollektor, reflektiert werden auf eine Brennlinie. In dieser Brennlinie sehen Sie hier ein Absorberrohr, der sogenannte Receiver. Dieser nimmt die Lichtstrahlen auf und gibt es an ein Wasser oder einen Thermoöl weiter. Dieses Wasser wiederum wird dann über einen Wärmetauscher an einen Prozess, gibt es die Wärme ab und diese Wärme kann genutzt werden für einen Industrieprozess. In einem sonnenreichen Land wie Spanien können so etwa 700 Kilowatt pro Quadratmeter erzielt werden. Bei leichter Bewölkung oder Verschmutzung der Anlage geht der Energiegewinn aber rasch zurück. Die Verunreinigung heißt, je nach Lokalität müssen wir natürlich den Spiegel auch dann putzen. Das geschieht ganz einfach, indem ein Mitarbeiter das Ganze mit einem Wasserschlauch reinigt oder durch regelmäßige Regenfahrten kann das Ganze auch geschehen. Das ist so lange realistisch, wie Wasser zur Reinigung vorhanden ist. Doch gerade in sonnigen, regenarmen Gebieten ist Wasser oft Mangelware, die Verschmutzung durch Staub oder Sand aber enorm. Abhilfe hierfür soll in Zukunft ein Reinigungsroboter sein. Das Gerät hat eine Bürste eingebaut, die entgegengesetzt der Fahrtrichtung des Roboters rotiert. Der Roboter kehrt so den Sand in die Zwischenräume über dem Rahmen hinweg in die Aufständerung. Das stört ja auf dem Kraftwerk niemanden. Dabei kann das Gerät auch von einem Array auf das andere umsteigen. In Kürze ist außerdem ein Prototyp mit Saugnäpfen geplant, der auch starke Neigungen bewältigen kann. Natürlich sind die vorgestellten Technologien nur ein kleiner Ausblick von Produkten auf der Hannover Messe. Verschnittfreie Dichtungen, Recycling oder auch Leichtbau wären weitere Themen, die zu nennen sind. Jedes davon allerdings so umfangreich, dass es einen eigenen Beitrag verlangen würde.